Liebe Studierende, willkommen zum Lehrveranstaltungsteil der Lehrveranstaltung Textcodierung mit Textanalyse und TI, wo es um XPath und die Basis-Stylesheets geht. Wir werden beginnen mit XPath. Zu den Präliminaria. Die Lehr- und Lernziele wären das Kennenlernen von XPath und XSLT. Im Zuge von Übungen sollen sowohl XPath als auch XSLT mindestens einmal selbst verwendet werden. Sie sollen einen Überblick bekommen, was XPath und XSLT an Mehrwert bieten. Ein Teil dazu an Erklärung kam schon im Einleitungsvideo. Sie sollten ein grundsätzliches Verständnis der Funktionsweise von XSLT und XPath entwickeln. In diesem Rahmen wird es allerdings, wie auch schon erwähnt, nicht möglich sein, sich fundierte Kenntnis und Beherrschung von XSLT und XPath anzueignen. Und als Hausübung, wie auch schon kurz angesprochen, gibt es das eigenständige Umsetzen bzw. Modifizieren einer simplen Transformation in XSLT, im Zuge deren auch XPath zur Anwendung kommt natürlich und das Basis-Stylesheet wird zur Verfügung gestellt, auf dem Sie dann eben aufbauen können. Dann möchte ich noch schnell darauf eingehen, was wird denn die Hausübung sein, damit Sie eine Perspektive haben, also wozu brauchen Sie das, was Sie heute lernen. Die Hausübung besteht darin, verwenden Sie das bereitgestellte Stylesheet mini-bootstrap.xsl, wo bereits Bootstrap eingebunden ist und ein Grundaufbau vorhanden. Also Bootstrap ist dieses Framework, das im Grunde verursacht, dass diverse Webseiten, die wir heutzutage so verwenden, in diesem typischen Design erscheinen, wie wir es halt kennen. Die basieren im Normalfall auf Bootstrap. Weil Sie werden nachher noch sehen, reines HTML schaut nicht so schön aus, aber wenn Sie Bootstrap mit einbinden, dann geht das schon mehr. Teil 1 der Aufgabe wäre, recherchieren Sie Inspirationen und Möglichkeiten von Bootstrap, also welche Arten von Visualisierungen kann ich da machen, welche Arten liegen schon irgendwo vor, dass ich sie nur noch anpassen muss, zum Beispiel bei den W3 Schools, How To. Dann ergänzen Sie das Basis-Stylesheet um mindestens 5 neue Template-Regeln, davon mindestens 3 mit komplexeren XPath-Abfragen, also zum Beispiel die über die Abfrage einfach nur eines simplen Elements hinausgehen. Nutzen Sie diese, um für Benutzerinnen sinnvolle Visualisierungen ihrer TI-XML-Daten zu erzielen. Entfernen Sie überflüssige Elemente des Bootstrap, also zum Beispiel Textteile, die Sie nicht benötigen. Sie werden sehen, in dem Dokument steht einiges an Blabla drin, das ich aus diesem Bootstrap-Template herauskopiert habe, was nur der Demonstration gilt, aber für die Abgabe sollten Sie das natürlich schön machen, dass nur das drinsteht, was wir auch wirklich brauchen. Das können Sie später in der Stunde bereits beginnen und mir auch Fragen stellen. Als drittes sollten Sie bitte Ihre Entscheidungen dokumentieren, aber auch Ihre Erfahrungen in der Umsetzung in einer halben Seite lesbaren und nachvollziehbaren Fließtextes, wie eben ein Text so aufgebaut wird, also mit Einleitungssatz, mit dem Ziel, eine TI-Repräsentation von Strubbelpeter-Text so und so als Webseite darzustellen und so weiter, die Wahl der Elemente XY, um ABC zu visualisieren. In diesem Video möchte ich Ihnen einen Überblick über das Abfragen von XML-Daten mit Hilfe von XPath bieten. Mit XPath kann in XML-Dokumenten navigiert werden, zum Beispiel //PersName bedeutet in XPath, gib mir alle Personennamen, also alle Personen. Es werden alle Funde dann visuell markiert, wenn ich das im Oxygen in diesen XPath, in das XPath-Feld eingebe und ich habe sie damit gefunden bzw. angesprochen. Mit dieser Abfrage kann ich die Elemente anwählen, zum Beispiel auch zur Weiterverarbeitung dann in XSLT. Ich möchte Ihnen das schnell zeigen, wie das denn ausschauen kann. Ich habe hier nun ein Beispiel, eine Abgabe von Ihnen mal im Oxygen geöffnet und ich möchte Ihnen jetzt nur ganz schnell zeigen, wie kann ich denn da was mit XPath machen. Also das Feld, was wir dazu benötigen, ist zunächst mal hier oben, da steht bei mir XPath 2.0 und das ist auch in Ordnung so. Und da möchte ich jetzt einfach schnell etwas eingeben, eben nach dem Muster, wie wir es gerade eben gesehen haben, //Title. Und hier unten in der Resultatliste kommen hier dann diverse Informationen daher. Aha, der Strubbelpeter wurde gefunden oder lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Ja, das wäre mal ein Beispiel, wie das ausschauen kann. Wie genau wir sowas aufbauen können, erfahren Sie jetzt gleich noch in der
Präsentation. Also, wie bereits erwähnt, ich kann mit XPath in Dokumenten navigieren. PersName, Backslash PersName würde mir alle Personennamen zurückgeben. Das heißt, es werden mir alle Funde visuell markiert. Und ich habe sie sozusagen damit gefunden und angesprochen und kann die damit anwählen. Um mit XPath etwas zu finden, zunächst mal, also wie genau Sie das aufbauen müssen, erfahren Sie gleich noch. Aber ich möchte Ihnen jetzt noch eine wichtige Strategie mitgeben, wie man erfolgreich zu XPath-Ausdrücken kommen kann, denn am Anfang häufig hat man noch kein so gutes Verständnis von XPath, schreibt dann schnell irgendwas hin und das funktioniert dann nicht und man weiß dann aber auch nicht warum. Deswegen rate ich immer am Anfang zunächst mal auf Deutsch in einem vollständigen Satz formulieren, was man erreichen möchte. Also kann man natürlich auch in anderen Sprachen tun. Zum Beispiel, ich möchte alle Vorkommnisse der Person Mina, also im Falle von Dracula zum Beispiel. Ich lege das dann auf die technische Struktur des Dokuments um. Diese Vorkommnisse sind zum Beispiel alle als Persname mit ref gleich Hashtag Mina kodiert, womit ich das Mittel habe, sie per XPath zu adressieren. Hier ist es auf jeden Fall schon mal wichtig, ich muss irgendwas haben, was annotiert ist, damit ich überhaupt irgendwas anwählen kann. Deswegen zum Beispiel brauchen wir dann auch Annotationen. Dann stelle ich mir die Frage, möchte ich Elemente ausgegeben haben oder ihre Inhalte? Also zum Beispiel das Persname, ref, Hashtag Mina wäre das Element und das mit dem Attribut. Aber häufig wollen wir den Inhalt des Elements. Darüber müssen wir uns eben zunächst mal klar werden. Okay, ich möchte wahrscheinlich die Inhalte oder die Attribute. Kommt drauf an. Ich könnte sogar das Ergebnis einer Funktion auswerten, zum Beispiel zähle alle Vorkommnisse und gib mir die Anzahl. Dann stelle ich mir die Frage, gibt es Bedingungen? Also will ich, dass nur bestimmte Ergebnisse angezeigt werden oder alles, was gefunden wird, mit einer ganz breiten Abfrage? Jedes Vorkommen von Mina wäre übersetzt, also alle Persname, die @ref Mina haben, im ganzen Dokument. So würde ich da vorgehen. Dann muss ich noch beachten, es gibt den Scope. Also ich kann absolute und relative Pfade verwenden. Also ich kann immer entweder in einem ganzen Dokument suchen oder in einem bestimmten Gültigkeitsbereich. Und dazu unterscheide ich eben die relativen Pfade. Also da wird nicht alles explizit aufgeschlüsselt. Die Lokalisierung ist abhängig davon, wo ich gerade im Dokument stehe. Das ist zum Beispiel nützlich, weil ich nicht wissen muss, wo genau ich bin. Zum Beispiel im Falle von XSLT kann das Programm dann das quasi selber darauf reagieren, wenn so ein Element auftaucht, ohne dass ich jetzt als die das XSL Stylesheet schreibt, genau wissen muss, wo ich eigentlich gerade bin. Ist aber auch manchmal dann schlecht, weil wenn ich eben eventuell nicht genau weiß, wo ich gerade bin und andere Ergebnisse bekomme, als ich erwarte, dann muss ich mir erstmal wieder darüber klar werden, wo ich denn gerade war und warum das dann nicht gefunden wurde. Also falls man sich nicht sicher ist und einfach ein konkretes Ding ausgegeben haben möchte, dann lieber volle Pfade angeben. Also die relativen Pfade sind eben später in gewissen Funktionen von XSLT unumgänglich, wie auch die absoluten oder mehr oder weniger absoluten. Und Sie werden das dann verstehen, also ist an sich keine große Sache. Als kleiner Exkurs zum Scope. Es kann auch sein, dass ich zum Beispiel innerhalb einer XSL-for-Each-Abfrage, Sie werden das später noch kennenlernen, mit einer Submenge eines Dokumentes weiterarbeite. Also ich suche mir zunächst mal in einer XSL-for-Each-Abfrage zum Beispiel alle Personennamen und ich habe dann an der Stelle quasi nur noch eine Submenge des Dokuments. Darin muss ich dann relativ navigieren, weil ich ja womöglich gar nicht wissen kann, wo die Elemente, auf die das zutrifft, eigentlich im Dokument stehen. Das werden Sie dann hoffentlich auch noch in den weiteren Ausführungen, wird es Ihnen klarer werden. Also keine Panik, wenn Sie jetzt das noch nicht ganz verstehen. Sie können auch jederzeit natürlich zurückspulen und sich das nochmal anhören. Ansonsten kann ein relativer Pfad eben auch dazu führen, dass man unerwünschte Dinge findet. Eventuell hat man sich verkalkuliert, man findet mehr oder weniger als gewollt, vielleicht steht man an der falschen Stelle und die gewünschte Abfrage ergibt aktuell im zur Verfügung stehenden Umfang, also Scope, keine Ergebnisse. Dann können wieder die absoluten Pfade nützlich sein, da ist jede Angabe explizit aufgeschlüsselt. Ich bekomme wirklich nur den erwünschten Pfad, der muss aber dann auch stimmen, weil sonst bekomme ich halt natürlich gar nichts.
Es wird komplizierter, wenn die Ergebnismenge aus mehreren unterschiedlichen Bereichen kommt. Hier kann man dann auch Oder-Verknüpfungen anwenden. Bei XPath ist das Abfrageresultat eine Knotenmenge. Eine Pfadabfrage gibt eine Menge zurück und mit dem Punkt als Symbol bekommt man den Inhalt. Zum Beispiel, wenn ich die Funktion Matches, wie diese Funktionen aussehen, sehen wir nachher auch noch, mit der Funktion Matches, Punkt und dann steht mein regulärer Ausdruck drin. Dort bekomme ich den Inhalt. Und die Frage, die ich damit stelle, ist, enthält alles, also der aktuelle Knoteninhalt, also matcht alles, eine vierjährige Jahreszahl. Auf der Folie fehlt da ein Zeichen. Das kann ich Ihnen später noch zeigen. Die Antwort, die ich auf sowas bekomme, wäre dann ja oder nein. Ich habe dann in dem Fall eventuell keinen Zugriff auf die gefundenen Inhalte selbst. Ich bekomme nur eben diese Ja-Nein-Antwort. Ah ja, im unteren steht das dann richtig. Der untere Befehl, //Stern-Matches und so weiter, gibt beliebige Knoten im ganzen Dokument, wo eine vierstellige Zahl vorkommt. Also es gibt eine Knotenmenge zurück, der Elemente, auf die die Antwort Ja, also True, lautet. Das heißt, hier muss ich eben wissen, was habe ich denn abgefragt. Wenn ich nur frage Matches, dann bekomme ich ja oder nein. Und wenn ich aber sage, gib mir alle Elemente, also Stern bedeutet dann einfach egal was, wo zutrifft, das sehen wir an diesen eckigen Klammern, erkläre ich dann nachher auch noch, wo zutrifft Matches eine vierstellige Zahl, also eine Jahreszahl. Es gibt dann die Prädikate, die wir eben jetzt gesehen haben. Also wir haben gesehen, //Sternchen. Damit sagen wir, okay, egal was. Und wir hatten dann die eckigen Klammern. Das sind Prädikate, also Bedingungen. Dort drin kann ich eine Funktion abfragen, die ein Ergebnis liefert, zum Beispiel ja oder nein. Funktionen können zum Beispiel um einen ganzen Ausdruck herum gemacht werden. Dann wird im Normalfall keine Knotenmenge ausgegeben, sondern eine Antwort. Ich kann aber Funktionen auch innerhalb von Prädikaten abfragen. Dann kann ich damit sagen, quasi gib mir alle Elemente, wo zutrifft so und so. Wie eine Funktion in Mathe hat eben eine Funktion ein Ergebnis. Und die Funktion ist nicht gleich die Ergebnismenge, sondern die Lösung. Und es schaut aus wie das, was Sie da unten sehen, eben Funktion außenrum. Runde Klammer, dann die Lokalisierung, je nachdem eben mit diesem Slash/Slash oder ohne, das erkläre ich nachher auch noch, was genau das bedeutet, und dann Komma und die Parameter dafür. Wie das dann konkret ausschaut, sehen Sie dann später, also keine Panik. Wie bereits erwähnt, müssen wir eben unterscheiden, also bekomme ich da einen Knoten, bekomme ich eine Antwort oder bekomme ich da einen String? Zum Beispiel, wenn die Abfrage mal in einem Substring, also in einer Teilzeichenkette drinnen ist, hat er nur noch Zeichen, aber keine Elemente mehr. Zum Beispiel, wenn ich mit Punkt, das sehen wir auch später noch, was eben bedeutet den Inhalt, da habe ich dann keine Elemente mehr zur Verfügung. Das heißt, da muss man dann auch aufpassen, auf die kann ich dann auch nicht mehr alles anwenden. Manche Funktionen geben eine Antwort. Also, und manche mit denen könnte man dann was verändern, aber die gehen eben nur in XSLT. In diesem XPath Viewer, den wir gerade eben gesehen haben, der geht nur das, was ich anzeigen kann. Wenn ich da das trotzdem eingebe, dann kommt zum Beispiel der Fehler: XPath failed due to a sequence of more than one item is not allowed as the first argument of und so weiter. Man kann auch bei dieser Resultatansicht, die wir vorher gesehen haben, reinklicken und kommt dann an die Stelle, das habe ich auch vorher kurz demonstriert. Also springt dann der Viewer quasi an die Stelle, wo das gefunden wurde. Das geht aber nur, wenn man eine Knotenmenge gewählt hat. Manche Funktionen nehmen nicht mehrere Knoten an, weil sie eben genau eine Antwort geben sollen. Also hier werden mal ein paar Beispiele, also zum Beispiel //Person//Surname. Da sage ich alle Person und dann mit diesem Doppel-Slash gebe ich an. Okay, ich möchte hier keinen absoluten Pfad, sondern ich möchte zwar einen Surname, der in Person drin steht, aber ich weiß nicht, wie der Pfad dann weitergeht zwischen Person und Surname.
Beim zweiten sage ich Purse Name mit Address. Damit frage ich ab, gib mir alle Purse Names, egal wo, bei denen die Bedingung zutrifft, der Purse Name hat ein Ref-Attribut. Das spreche ich an mit Address. Das darunter schaut sehr ähnlich aus, bedeutet aber was anderes. Und zwar, das bedeutet, gib mir alle Purse Name und zwar das Address-Attribut, also den Inhalt vom Address-Attribut. Wenn ich sage, mit dem nochmal folgenden, Purse Name, Address gleich bla oder was auch immer, prüfe ich ab, gib alle Purse Name, wo zutrifft, in der Ref steht der Inhalt bla. Und zwar exakt so, also nicht nur als Teilstring, sondern die komplette Zeichenkette, der Inhalt von Ref ist gleich bla. Mit der letzten frage ich ab, Purse Name contains der Inhalt bla. Also damit könnte es zum Beispiel auch sein, wenn da jetzt bla bla drin steht und ich sage contains Punkt, also alles bla, dann bekomme ich das trotzdem. Und wiederum, wenn ich abfrage, wenn ich direkt beim XPath eingebe contains Punkt bla, dann bekomme ich die Antwort ja, nein, also keine Knotenausgabe. Ich hoffe, dieser Unterschied ist Ihnen klar geworden. Wenn ich jetzt zum Beispiel solche Bedingungen abfrage, da habe ich eben einen Vorteil gegenüber normalem Suchen und Ersetzen oder was ich halt auch immer mit der Suche bezwecken möchte, weil ich kann zum Beispiel sagen, gib mir alle Vorkommnisse der Person Mina, aber nur in Artikeln, wo Dracula nicht vorkommt, angenommen, wir haben eben den Text von Dracula. Den absoluten und relativen Pfad, den kann ich eben mit diesem XPath-Viewer überprüfen, indem ich zum Beispiel in ein Div reinklicke und dann nur P suche. Also ohne dieses Slash Slash und dann sehe ich eben, finde ich das von dem aktuellen relativen Pfad aus. Die wir oben gesehen haben, sind eben also Fälle von absoluten Pfaden. Wir haben dann eben noch den Unterschied, den absoluten, nicht ganz expliziten Pfad und den expliziten. Zum Beispiel beim Title. Wenn ich jetzt slash slash Title eingib, dann gibt mir das alle Resultate. Es kann aber auch sein, wir wollen nur den Dokumententitel. Weil zum Beispiel ein Dokument könnte BIP-Elemente enthalten, die haben auch einen Titel, also zum Beispiel bibliografische Angaben, wo Buchtitel drin sind. Wenn ich jetzt slash slash Title mache, dann gibt er mir halt alle Titel, die in dem Dokument irgendwo drinstehen. Dafür kann ich jetzt den expliziten Pfad nutzen, also zum Beispiel slash TI Header. Da kann ich dann entweder jeden Einzelschritt eingeben oder ich gebe ein slash slash zum Beispiel Title Statement slash Title. Ich kann eine Negation erzielen mit Ausrufezeichen gleich oder not als Wort. Zum Beispiel, ich habe Purse Name, also gib mir alle Purse Name slash slash Purse Name, eckige Klammer auf, Address, wo zutrifft, es hat ein Address-Element. Ich kann mir aber auch mit not dann ausgeben, alle Purse Name, die kein Address-Element haben. Sowas kann zum Beispiel wichtig sein, wenn ich eine Abfrage machen möchte und ich sage, okay, gib mir alle Inhalte von Ref. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob alle Purse Name Ref-Elemente haben. Da kann ich zum Beispiel überprüfen, okay, gibt es Purse Name, die kein Ref-Element haben? Das mache ich mit dem zweiten Purse Name, eckige Klammer, not, runde Klammer auf, Address, Klammer zu. Und damit bekomme ich eben Purse Names, wo zutrifft, er hat kein Address-Element. Dann kann ich auch schauen, okay, in dem dritten Beispiel, gib mir alle Purse Name, wo nicht das Address gleich Mina ist. Also damit hätte ich angenommen, die Person wird immer gleich geschrieben, alle Personen mit Mina. Also wir gehen davon aus, in dem Address steht der Name in normalisierter Form drinnen und damit würde ich dann eben alle Personennamen bekommen, die sich nicht auf Mina beziehen. Zum Einstieg hätte ich ein paar Tipps noch und zwar in der XPath-Vorschau kann es sein, dass nicht alle XPath-Abfragen, die auch korrekt sind, in der Vorschau angezeigt werden können. Hier kommt dann keine Fehlermeldung, es sollte aber im XSLT, was wir später lernen, funktionieren, nur damit Sie das wissen. Im Falle von Substring oder String-Operationen, sie später Zeichenkettenfunktionen im Cheat Sheet und den Folien,
Die gehen immer nur genau auf eine Zeichenkette und nicht etwa eine Menge. Da wird dann ein Fehler kommen, wenn sie versuchen, das auf eine Menge von Elementen zu verwenden. Da könnte man später sagen, for each Element so und so und dann den Substring. Aber das kommt eben später dann bei XSLT. Zum Vorgehen. Das habe ich schon vorher erwähnt. Immer erst in einem normalen Satz formulieren, was man denn möchte. Dahingehend dann zerlegen, was ist davon Pfad, was ist eine Bedingung und was ist eine Funktion. Und dann erst versuchen, den Ausdruck eben zu schreiben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie auch immer testen, also den lokalen und globalen Scope. Also zum Beispiel versuchen, den Mauszeiger in ein Div stellen und dann P in die XPath-Abfrage, also einfach nur P in die XPath-Abfrage eingeben und dann findet man Knoten im lokalen Kontext. Slash slash gibt immer vom globalen Kontext aus an. Und dann müssen wir natürlich noch gewisse Antwortmengen verstehen. Ich wollte noch ein Beispiel zeigen. Wir haben ja schon einige durchgesprochen. Zum Beispiel not, runde Klammer auf, globaler Kontext, first name, wo nicht der Fall ist, dass die Ref Mina mit einem Hashtag beinhaltet. Und das gibt false zurück. Zum Beispiel angenommen, wir haben, also es existieren first names mit Attribut Mina, mit Hashtag. Und ich mache diese Abfrage, dann kommt false zurück. Und das funktioniert so, weil er fragt, gibt es im ganzen Dokument einen first name, wo zutrifft, Adref ist Mina? Die Antwort, ja, falls wir eins haben. Und daraufhin verneint not alles. Das heißt, es stimmt nicht, dass es keinen first name Mina im Dokument gibt. Ergo, die Antwort ist true. Na, false. Also je nachdem eben, ob es einen gibt oder nicht. Ich habe Ihnen hier noch ein paar Beispiele, die sind vor allem auf den Folien, dass Sie sich das dann später bei der XPath beim Übungsblatt anschauen können. Ich habe hier noch einige Folien, wo ich Ihnen noch die Funktionen genauer erkläre. Aber wenn Sie dann nachher die Übung machen, schauen Sie sich diese Folie 18 nochmal genauer an. Nochmal zur Erklärung, wie denn XPath funktioniert. Wir wissen, das XML-Dokument ist ein Baum. Und wir können darauf zugreifen oder darin navigieren über Pfade. Wir haben einen Wurzelknoten, der wird dargestellt mit dem Slash. Das ist nicht das Wurzelelement, denn dieses ist schon Teil des Wurzelknoten. Deswegen, wenn wir sagen, wir wollen quasi alles, sagen wir Slash Slash, weil damit überspringen wir sozusagen das schon. Falls das Ihnen jetzt nicht logisch erscheint, das macht nichts. Sie müssen es einfach nur immer so verwenden. Weiters gibt es aber auch eben andere Arten von Knoten noch, nämlich Attributknoten, Textknoten, Elementknoten. Es gibt Namensräume, es gibt Kommentare und Verarbeitungsanweisungen. Eine Abfrage gibt mir entweder eine Pfadstruktur, also ein Ergebnis und als Ergebnis eben eine Knotenmenge oder einen Wert. Ich kann das absolut machen, wie bereits erwähnt, also slash person slash name. Oder relativ, zum Beispiel mit Punkt, Punkt, Slash, Punkt, Punkt, Slash. Also mit dem Punkt, Punkt, Slash überspringe ich immer nur genau eine Hierarchie. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel zwischendrin, also ich sage, ich habe Title, Slash, Slash und dann noch irgendwas, dann kann dieses Title noch unendlich tief verschachtelt sein und ich habe doch noch einen sehr großen Scope. Wenn ich aber weiß, ich möchte nur eine Hierarchie überspringen, dann verwende ich das Punkt, Punkt. Und vielleicht noch interessant, XPath ist Teil der XSL-Sprachfamilie, zum Beispiel mit XSLFO und XQuery auch. Die Syntax schaut folgendermaßen aus. Wir haben den Achsennamen, Doppelpunkt, Doppelpunkt, einen Knotentest und in eckigen Klammern ein Prädikat. Die Achse ist die Bewegungsrichtung. Der Knotentest fragt ab, eben welcher Knoten und die Prädikate sind die Bedingungen. Ich sage zum Beispiel slash child person, attribute gender, child name. Das wäre die Langform. Die habe ich Ihnen jetzt nie gezeigt. Also, weil Sie können quasi auch immer mit diesem Präfix, also ein Wort aus einer bestimmten Liste von erlaubten Präfixen und Doppelpunkt, Doppelpunkt in einer Langform quasi spezifizieren, was Sie meinen. Übliche ist tatsächlich die Kurzform, wo zum Beispiel immer davon ausgegangen wird, wenn nichts dabei steht, handelt es sich um ein Child. Wenn wir das Add haben, um ein Attribut und so weiter.
Aber nur damit sie eben wissen, das gibt's. Und es gibt später dann auch Fälle, wo das dann bei komplexeren Abfragen relevant sein kann. Die Achsen wären dabei Self, also der aktuelle Knoten selbst, mit der Kurzform Punkt, also einfach nur ein Punkt. Ancestor, alle Vorfahren des aktuellen Knotens. Attribute, die Kurzform davon wäre Add. Und zwar bedeutet alle Attribute des aktuellen Knotens. Child, direkte Kindelemente des aktuellen Knotens. Descendant, Nachkommen des aktuellen Knotens. Davon verwendet man als Kurzform eben dieses Slash Slash. Parent, Elternknoten des aktuellen Knotens, also Punkt Punkt Slash. Preceding Sibling, vorhergehende Geschwister des aktuellen Knotens. Und Following Sibling, nachfolgende Geschwister des aktuellen Knotens. Zusätzliche Infos dazu finden sich in den IDE-Kurzreferenzen. Und Sie haben da in den Folien einen Link dahinter, den Sie dann anklicken können und dann dahin geführt werden. Merken zu XPath sollten wir uns, XPath wird im Kontext ausgewertet. Es ist sowohl eine absolute als auch eine relative Positionsangabe möglich, also im Dynamic oder Static Kontext. Es gibt Namespaces, das sehen wir dann später noch. Und es gibt Funktionen, aber auch wir können auch Variablen verwenden. Für die XPath Basics haben Sie hier eine Überschrift. Da habe ich Ihnen manche davon schon erzählt. Einfach nur Slash, Wurzelknoten, also oder Schritt weiter im Baum, also nächster Lokalisierungsschritt. Doppelpunkt, Doppelpunkt, Sternchen bedeutet alle Elementtypen, also kein bestimmter Elementname. Add bedeutet Attribut. In eckigen Klammern, wenn ich eine Zahl eingebe, bedeutet es das so und so vielte Element aus der Ergebnismenge, also zum Beispiel eckige Klammer 1 bedeutet das erste. Nicht wie bei anderen Programmiersprachen, wo es mit 0 beginnt. Also wir beginnen hier mit 1. Text, runde Klammern, bedeutet, ich möchte den Textinhalt eines Elementes. Doppelpunkt, Doppelpunkt, Elementtyp ist eben eine Bedingung für einen Elementtypen, also ein Knotentest. Slash, Slash bedeutet beliebig tief im Baum. Eckige Klammern, Text gleich Textinhalt, also bedeutet eben Bedingung, also ein Prädikat, dass der Text gleich ist mit dem String Textinhalt. Ein Punkt allein bedeutet self, slash Doppelpunkt, slash Punkt Punkt slash bedeutet eine Hierarchiestufe mit beliebigen Namen überspringen. Pfad slash slash Unterpfad, also bedeutet eine beliebige Tiefe dazwischen. Wir haben jetzt gewisse Bedingungen, die Submengen definieren. Also diese Bedingungen sind eben Prädikate, wie wir schon gehört haben. Zum Beispiel Person, wo zutrifft, dass das Gender-Attribut Female enthält. Oder eine Person, wo First Name Stefan enthält oder First Name nicht Tanja. Wir können sagen, das erste Person-Element oder von Person das letzte Element und davon der First Name. Wir können sagen, Person, wo zutrifft, Position ist die zweite. Das würde eben eigentlich, also in Kurzform, diesem 2 oder 1 entsprechen, was wir vorher gesehen haben. Dann zum Beispiel Participant slash Person, Position gleich 5, First Name. Das heißt, wir wollen von einem Unterbaum Participants, wollen wir die Person, die an der fünften Position steht und davon den First Name. Und im letzten Beispiel, wir haben Participants, wir wollen die letzte Person, weil in dem Fall müssen wir nicht wissen, wie viele es eben gibt, und davon den First Name. Ah ja, und im allerletzten Count Child Doppelpunkt Doppelpunkt Sternchen bedeutet also zähle Kindelemente, egal was für Elemente das sind, wie die Elemente heißen. Ich kann Funktionen machen, die die Knotenmenge betreffen. Davon haben wir eigentlich alle jetzt auf der letzten Folie schon gesehen. Und zwar Position, also die Position des aktuellen Knotens. Der Return ist die Zahl, Count, die Anzahl der Knoten der übergebenen Knotenmenge. Da kommt auch nur eine Zahl zurück als Antwort, nicht die Knoten. Last, da kommt der letzte Knoten der ausgewählten Knotenmenge, also quasi die Positionsangabe, die Zahl, die dann dort eingesetzt wird.
Es gibt weiters Zeichenkettenfunktionen, wie zum Beispiel Substring Before. Also da wird eine Teilzeichenkette eines Textknotens, der bei Value eingefügt werden muss, und zwar vor einem angegebenen Zeichen, also einem Substring. Zum Beispiel, darunter findet sich das, wie das dann ausschaut, Substring Before Punkt Mina. Also ich gehe davon aus, der String enthält Mina und ich möchte wissen, was steht davor. Im Fall von Dracula zum Beispiel dann Wilhelmina. Substring After macht genau das Gleiche, nur dass es das danach angibt. Ich kann aber auch quasi angeben, ich möchte den Substring von einer Anzahl bis zu einer bestimmten Länge. Ich kann mir angeben lassen, wie lang ist der String mit String Length. Ich kann mit Concat mehrere Strings zusammenfügen. Und ich kann mit Translate eine Ersetzung durchführen. Wie genau diese Dinge ausschauen, sehen Sie dann noch in den Beispielen. Sie müssen das auch nicht alles verwenden. Wenn Sie jetzt nicht voll einsteigen, brauchen Sie das womöglich auch nicht in dem Detail. Interessant sein könnte, falls Sie mal mit LaTeX was machen möchten, Normalize Space. Da entfernt man eben Trailing White Space, weil eben in LaTeX manchmal möchte man keine zu vielen White Spaces haben. Oder auch sonst. Es gibt weiterhin boolesche Funktionen, starts with, also da kann ich überprüfen, beginnt ein Element mit so und so. Also zum Beispiel mit D, wie im Beispiel. Ich bekomme dann zurück, wahr oder falsch. Ich kann abfragen, contains, also ist die Zeichenkette im aktuellen Textknoten enthalten. Dann wird wahr zurückgeliefert oder not. Also gibt ja zurück, falls es nicht XY gibt. Es gibt dann gewisse Funktionen, die regexfähig sind, also die reguläre Ausdrücke können, wie zum Beispiel Matches, Replace und Tokenize. Wenn Sie das nicht wissen, was reguläre Ausdrücke sind, dann müssen Sie das an dieser Stelle vielleicht auch noch nicht unbedingt wissen. Es gibt da eine kleine Sektion auf dem Cheat Sheet, falls Sie sich dafür interessieren. Das kann ein sehr nützliches Tool sein, aber also für heute wäre das zu viel verlangt, dass Sie das jetzt auch noch lernen. Dann gibt es auch noch ein paar Tipps, was kann ich tun, wenn es Probleme gibt. Da gibt es so ein paar Regeln, die man mal abarbeiten kann, wenn man gar nicht weiß, wie man vorgehen soll. Also ich gebe in XPath was ein und nichts geht. Im Zweifelsfalle hat man ein Problem mit dem Namespace. Sie haben schon gehört, also ich kann zum Beispiel als TI den Namespace TI-Doppelpunkt verwenden oder für Dublin Core den Namespace DC. Und wenn ich das eben falsch mache, oder ich zum Beispiel, oder ich stehe an einer anderen Stelle, als ich dachte, bei der Verwendung relativer Pfade, dann kann es eben passieren, dass nichts geht. Also im Fall der relativen Pfade kann man eben absolute Pfade verwählen, oder wenn man denkt, es könnte der Namespace sein, eben den Namespace hinzufügen. Den muss man eben mit erwähnen, sonst weiß er eben nicht, was abgeht. Vor allem eben dann bei XSLT. Dann könnte es sein, ich habe nichts gefunden. Da muss man bedenken, XML ist hierarchisch. Stehe ich tatsächlich an der richtigen Stelle, wo ich denke, dass ich stehe? Erreiche ich den Grad an Tiefe, den ich haben will? Im Zweifelsfall kann man mal mehrere Slash, Punkt, Punkt, Slash einbauen. Also um sozusagen eine Ebene zu überspringen. Oder überhaupt nur Slash, Slash, um so viele wie möglich zu überspringen. Um eben dann etwas unabhängiger von der Hierarchie zu sein. Kann aber sein, dass eben, wenn man es dann hingekriegt hat, dass man es vielleicht doch wieder ändern sollte, sodass es halt dann ordentlich ausschaut und dass man nicht versehentlich was mitmatcht, was man gar nicht möchte. Problem 3, zu wenig gefunden. Da kann es zum Beispiel eben auch manchmal sein, es gibt Sprünge in der Pfadtiefe, also ein Pfadausdruck, zum Beispiel ohne zwischengeschaltetes Slash Slash, überspringt eben keine Ebene und geht genau einen Pfad weiter. Sind dazwischen Ebenen drin, die ich übersehen habe, zum Beispiel eine weitere Diff-Verschachtelung, dann könnte es eben sein, dass ich nicht das finde, was ich erwartet habe oder nicht so viel, wie ich erwartet habe. Mit einem Slash Slash dazwischen ist die Tiefe dann beliebig. In diesem Fall eben, falls eine spezielle gewünscht ist, zum Beispiel genau 3 Stufen, dann muss ich eben am besten einen absoluten Pfad bauen. Problem Nummer 4, der Ausdruck geht, aber passt das Ergebnis zur Anforderung? Hier könnte man versuchen, möglichst spezifische Abfragen zu formulieren. Finde ich alles, was ich suche?
Oder macht die Abfrage, matcht die Abfrage womöglich noch andere unerwünschte Elemente? Und als fünftes relevant von XSLT, für XSLT, es gibt vordefinierte Verarbeitungsregeln von XSLT. Das heißt zum Beispiel, alle Textinhalte werden ausgegeben, außer man unterdrückt dieses Verhalten explizit. Also da kann es auch noch sein, dass man zum Beispiel was explizit unterdrücken muss, wo man dachte oder wo man vergessen hat, dass es doch noch mit reinkommt und so weiter. Wenn ich jetzt eine Transformation vorbereite, gibt es auch noch gewisse XPath-Ausdrücke, die mir da helfen können. Zum Beispiel kann ich mir mit Hilfe von XPath alle im Dokument vorkommenden, möglicherweise zu verarbeitenden Dinge ausgeben lassen. Also zum Beispiel je einmal mit der Distinct Values-Funktion. Ich mache die Funktion also drumherum, Distinct Values, runde Klammer auf, runde Klammer zu, und innerhalb dieser Klammern kommt eben die eigentliche Abfrage. Und zwar zum Beispiel slash slash add Sternchen slash Name, Klammer auf, Klammer zu, bedeutet jede Art von Attribut, und zwar das Name, wie das Attribut heißt. Damit kann ich herausfinden, welche Attribute werden in meinem Element, in meinem Dokument insgesamt verwendet. Mit slash slash add Sternchen bekomme ich alle Attributwerte. Mit slash slash add rand bekomme ich jeden Wert von rand-Attributen. Mit slash slash Name, Klammer auf, Klammer zu, bekomme ich alle Typen, also die Namen aller Elemente, die ich verwendet habe. So eine Liste kann ich mir zum Beispiel ausdrucken lassen, um mir zu überlegen, was muss ich in einer Transformation alles verarbeiten. Also das könnte für euch später noch relevant werden. Wenn ihr es wieder wissen wollt, kommt zurück zu Folie 31. Und Action. Ich schlage vor, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dieses XPath-Übungsblatt durchzumachen. Behelft euch gern mit Cheat Sheet und Folien. Ich gehe da noch einmal schnell hinein, damit ihr das nochmal seht. Also, wir haben ja dieses Beispiel. Ich mache slash slash title. Und ich bekomme hier den Title. Wenn ich hier draufklicke, springt er mir auf den Strubbelpeter oder tiefer. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel title add type, gibt er mir an, aha, es gibt für Titel den Typus Full, es gibt den Titel Main, es gibt den Titel Sub und dann nochmal Main und Sub. Wenn ich sage Ref, bekomme ich alle Ref-Elemente. Und ich kann zum Beispiel sagen, Ref das Target hat. Da bekomme ich alle Elemente Ref, die ein Target haben. Ich vermute in eurem Fall, ihr werdet wahrscheinlich nur welche vergeben haben, die eins haben. Aber es könnte auch Refs geben, die kein Target haben oder andere Targets. Ah, hier sehe ich, wir haben ein Ref, das einen PurseName enthält. Da können wir zum Beispiel schauen, aha, Ref PurseName. Und da gibt es offensichtlich drei. Und zwar bei allen ist der Friedrich als PurseName markiert. Interessant. Ich kann mir alle, sagen wir mal, Body-Elemente angeben lassen. Sage, egal wie tief, ich möchte dort ein PurseName. Da bekomme ich 25 Elemente. Aha. Wenn ich jetzt dieses einen Slash rausnehme, bekomme ich überhaupt keins mehr, weil PurseName ist nie ein direktes Kind-Element von Body in diesem Fall, in diesem Dokument.